Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed 3. So, rechts oben an meinem Kopf seht ihr schon, wo wir gleich hin müssen. Zu der Energiequelle. Da oben steht auch schon Juno. Das ist sozusagen unser erster Punkt, wo wir die Energiequelle reinpacken. Da sind wir ja schon letztes Mal schon ein wenig sehr oft hin und her gehüpft und haben nichts gefunden, bis ich dann, ja, naja, gemerkt habe, dass wir erst in die Energiequelle brauchen. Also ich habe ja dann im Internet nachgelesen und mitbekommen, dass wir die erst bekommen, wenn wir Sequenz 5 beendet haben. Und die hatten wir jetzt beendet. Haben jetzt sozusagen die Energiequelle bekommen und haben sogar einen ehemaligen Assassin getroffen, Connor. Der ein wenig, naja, überheblich am Anfang war. Wer weiß, wie er den Rest wird, der wird wahrscheinlich vorsichtiger werden. So. Was wohl da drin ist? Das werden wir erfahren. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay. Aha. Die nächste Tür haben wir aufgemacht. Da werden wir mal vorbeigucken. Ist schon cool mit diesen Leuchten hier jeweils. So. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Ach, echt? Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu, es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Mhm. Frieden? Ich kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber wie geht's Mom? Ist sie... Nein, 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 deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Hm. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid, zu riskant. Vielleicht, wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Ja, wenn wir fertig sind. Okay. Noch was? Nein? Okay. Dann gucken wir ganz kurz, ob Sean noch was hat. Weil ich finde diese Gespräche doch sehr interessant manchmal. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Ja. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, das war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den Siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten? Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da doch mittendrin.
Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair. Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halb gegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja, interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem 100. Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg offensichtlich. Ich frag mich, wie viele Orte wie diesen es noch gibt. Es gibt Dutzende davon, in der ganzen Welt. Und irgendwie hat vor uns nie jemand einen gefunden? Ich glaube, das stimmt nicht. Ach? Damals bei Abstergo sprach Widdig davon, Entdeckungen von Nicht-Templern zu vertuschen. Und sicher hat Abstergo selbst einige gefunden. Was die alles wissen müssen. Bereust du, dass du bei uns bist? Nein, ich freue mich darauf, den Bastarden in den Arsch zu treten, damit ich in ihr Archiv abtauchen kann. Oh, na? Ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Okay. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach. Okay. Ja, wie gesagt, die Gespräche, ja, machen einfach Spaß, immer wieder zuhören. Ja. Oh, oh, oh. Was ist dein Fakt? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können es sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es jetzt genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an? Fantasie wurde zu Wirken. Wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden tausend verhandeln? Zehntausend? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Die haben alles getan oder alles versucht, um ihre Welt zu retten vor dem Untergang, vor dem nahenden Untergang des Sonnensturms. Trotz dieser hohen Technologiefortschritt, den sie hatten, haben sie es einfach nicht geschafft. Okay, weiter geht's. Cool. Ich finde das so cool. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen. Die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen. Und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen.
Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart, ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern. Oh. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, Lucy wollte also den Apfel zurückbringen. Das ist hart. Wusste ich gar nicht. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Gekletterer werden. Wir gucken erstmal hier unten alles ab. Sackgasse. Super. Also geht's nur doch hin weiter nach oben. Erstmal. Naja, also. Da nach drüben muss ich bestimmt irgendwie rüberkommen, hä? Na gut, da geht's. Halt, können wir hier so einfach hochklettern? Nee. Geht nicht so ein. Oh, jetzt sind wir wieder ganz unten. Okay. Wisst ihr was? Das lassen wir einfach. Wir gehen einfach in den Animus wieder rein. Und schauen erstmal nach, was Connor kann. Oder macht. Ja. Und heben uns das dann fürs nächste Mal auf. Ganz einfach. So. So machen wir es, genau. Das schauen wir uns dann alles beim nächsten Mal erst an. Ganz in Ruhe. So. Ah, gleich da. Obwohl, wir können ja nochmal hören, was Rebecca sagt, bevor wir loslegen. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert, aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die war mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist.
Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück, wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Wusste ich. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Töten. Rebecca. Ich wäre im Moment lieber allein. Okay, dann gehen wir wieder in Animus. Obwohl der Animus ja eigentlich nur diese Art Lehne ist und das war's. Na gut, rein da. Viel Glück, Desmond. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All das Connor, muss ich herausfinden. Hast nur, du einen ich Moment? Feind kenne. Natürlich kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Zheng Bao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig! Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in ein Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Das ist schöner Holz. Warum hast du nicht einen Baum? Ich kann ihn verstehen. Ja, warum nimmt Connor nicht einen Baum? Mensch. Ja, bevor wir da reinrennen. Einen Moment. Ganz kurz zurück. Nee, das nicht. Ich wollte eigentlich unten im Keller ganz kurz nochmal gucken. Da war ein anderer Anzug. Weil wir können zwar in diesen Art... Ja, wie was ist das für ein Anzug so ähnlich? Ja, nicht Indianermäßig, sondern so eine Art ja, Soldatenkleidung eigentlich. Aber guckt euch doch die an! Versteht ihr das? Ja? Es muss sein! Oh, Enzio ist wieder da. Enzio ist wieder da. Ach, das musste einfach mal ganz kurz sein. Nein, natürlich nehmen wir den hier. Ja. Das bleibt auch. Aber wir haben Enzios Ausrüstung.
ist schon was ganz Cooles. Gefällt mir einfach nur. Vom Aussehen her. Ah ne, das war das komische Brettspiel, was sie nur gelöscht hat. Ja, ja, wir machen die Mission und das ist dann für mich hier offline-mäßig was zu machen. Oder machen wir das? Einen Moment. Wir hatten Siedlermission. Wir hatten hier zwei Siedlermissionen. Und was zu finden. Ja. Ja. Mal ganz kurz gucken. Können wir jetzt reinzoomen? Yeah. Ja, wie ihr seht, ist nichts mehr hier frei. Also hier habe ich wirklich alles entdeckt gehabt. Ja. Bin auch ein wenig hin und her gelaufen, ja. Wir Sachen gejagt, wie gesagt. Ja. Und halt in Boston. Na. Da seht ihr ja noch drei Gebiete müssen wir noch befreien. Das ist wahrscheinlich der Rest hier unten. Ja, ich glaube. Was? Bürgermissionen freigeschaltet, 7. Geschäftsmissionen freigeschaltet, okay. Hier haben wir. Okay. Ja, also. Okay, wir machen Folgendes, ja. Wir machen jetzt erstmal hier Feierabend. Ja? Ich weiß nicht, wollt ihr mit mir die Siedlung mit ausbauen, die Mission machen? Ich glaube schon, ha? Ich glaube, das machen wir. Wir machen zusammen die Mission. Also alles, was mit Siedlung hier zu tun hat, hier drinne, das machen wir zusammen. Und den Rest, alles, was draußen so an Sammeln, so Sammelzeug ist, das mache ich alleine. Und die Mission dann zusammen. Also Siedlungsausbau machen wir auch zusammen. Das heißt, wir sprechen erstmal mit Attila hier. Der hat nämlich auch eine Siedlungsmission. Also. So, was will er für eine Mission? Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten, ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Okay. Okay. Gucken. Gut, also, damit wir sozusagen eine Art Geschichte unserer Siedlung ansetzen. Bestimmt von den Leuten, wo auch dann die Namen zu sehen sind. Davon gehe ich mal aus. Das heißt jetzt erstmal hier runter. Wie zum Beispiel. Okay. Verflucht nochmal! Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich dachte, ich kann mir schon analysieren, deswegen. Bist du wohl auf? Was glaubst du denn? Wie ist das passiert? Wilderer in den Wäldern. Ich bat sie zu gehen. Das war ihre Antwort. Komm mit. Wir müssen uns deinen Arm ansehen. Und die Männer, die mir das antaten? Die können warten. Deine Wunde jedoch nicht. Wie Enzio. Du schaffst es bis zum Haus. Ja. Es ist nur eine Fleischwunde. Wie lautet dein Name? Miriam. Lebst du hier in der Nähe? Ich habe keine Heimat, sozusagen. Ich brach als junges Mädchen ins Grenzland auf und seitdem verbringe ich mein Leben hier. Ich lebe, wo das Land es mir erlaubt. Eine ungewöhnliche Wahl für eine Frau aus den Kolonien. Nein, wohl nicht. Ich hatte die Wahl. Entweder das, der Konvent oder ein Bordell. Ich entschied mich für die frische Luft. Oh, guck mal, Attila kam schon raus.
Connor, was machst du da? Die Wilderer müssen gestoppt werden. Ich sah sie von meinem Hochsitz aus. Geh dorthin und du wirst keine Probleme haben, sie zu finden. Nimm den Wurfpfeil, wenn es geht. Du brauchst Übung damit. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das so machen sollten. Deswegen gehe ich erstmal anstatt zu Fuß hier rüber. Vielleicht schaffen wir es ja auch bis dahin ohne... Ja. Nee, doch nicht. Okay. Aber hier können wir in Ruhe hochgehen. Den Wurffall. Jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen. Von irgendeinem Asiaten bekommen oder was? Also eigentlich schon. Ich kenne das nur von Kill Bill. Ja, das ist eine Art Wurffall. So. Auch eine geile Reihe, Kill Bill. Davon abgesehen. So. Gedrückt halten, um ein Attentat. Ah ja. Er hat gerade, ja, wir haben ihn gerade erwürgt, gehängt sozusagen. Das ist ja schon krass. Okay. Ziehen, ziehen, ziehen. Plündern. Okay. Die nächsten Wilderer. Johnson wird bald Teile des Mohawk-Landes, das er gekauft hat, für die Jagd freigeben. Vielleicht machen wir da oben einen guten Fang. Ich hörte, Holzfällen wird ebenfalls erlaubt. Ja, auch mit diesem Land. Das Wild und das Holz. Zack, komm her. Ach ja, cool. Gefällt mir. Ernsthaft, Wolfi? Ja, aber. So, das tue ich mal überspringen, das Plündern. Okay. Hey! Wo seid ihr, Freunde? Du schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Ich verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist. Okay. Naja. Wie viele waren das jetzt? Fünf. Fünf Wilderer haben wir jetzt getötet. Und einer haben wir jetzt sozusagen laufen lassen, damit ja alle wissen, dass sie hier nicht wildern dürfen. Naja, ist ja okay. So, dann helfen wir erstmal der. Das heißt, da sie jagen tut, haben wir vielleicht eine Jägerin jetzt im Haus. Also, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich?
Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Naja. Jetzt haben wir eine Jagdhütte. Cool. Okay. 100% Synchronität, ja, ist klar. So, wir sollen analysieren. Jetzt mit. Hier gibt es sonst immer was. Aufzeichnung Einwohnerjagd. Oh. Also nochmal. Achso, bereits analysiert. Achso, ich muss insgesamt drei Sachen von ihr. Achso, ich muss also drei Aktivitäten machen. Also Ausguck macht sie. Dann irgendwas anderes jeweils so analysieren. Okay, jetzt läuft sie erstmal. Achso, das waren jetzt die zwei Missionen jetzt hier. Ja, na gut, dann werden wir uns jetzt erstmal hier verabschieden an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich glaube, bis dahin werden wir dann schon in Boston vorhanden sein. Da sein. Und ja, sehen uns dann halt dort. Okay, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles gut und erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch.